Herzlich willkommen bei Nacktmull TV. Heute spielen wir wieder einmal eine Runde Tropico. Wir sind mittlerweile bei Level 4 angekommen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Tropico nicht ganz so steif ist wie andere Spiele, wo man ein Level nach dem anderen spielen muss. Und wie ihr seht, haben wir hier schon ein bisschen mehr Auswahl. So, heute spielen wir... Wir spielen Reform, denke ich mal. Nein, nicht schon wieder nur an der Macht bleiben. Piratenbucht. Nein. Kommunistische oder kapitalistische Annäherung. Na gut. Das hört sich gut an. Tja. Wen nehmen wir denn? Ja, gut. Aha. Ja, da gibt mir die Freiheit. Ach, ich denke, wir nehmen den guten alten Fidel Castro. Ja, genau. Das sieht gut aus. Wunderbar. Das ist schon eher nicht mehr so toll. Schwierig. Safe Madman hat die Wahl gekauft. Ein Finanzgenie. Oh, Verwalter. Chingo. Und unbeherrscht, ja toll. Vielleicht nehmen wir mal eine Frau, hm? Tourismus brauchen wir hier nicht wirklich. Popsänger. Okay. Als Faschist gewählt. Aha. Charismatisch. Unternehmerisch. Leptomane. Ha. Okay. Na gut, nehmen wir sie mal. Ich bin also ohne Kleidung und mit einem Gedächtnisverlust gefunden worden. Und habe eine Nummer 5 auf den Rücken geschrieben. Das ist ja nicht so toll. Tja. So, als allererstes kümmern wir uns wieder einmal um den Leck. Gut. Das sieht doch schon ganz gut aus. So. Inseltechnisch. Gar nicht mal so schlecht. So, schauen wir. Erstmal ungebildete Arbeiter auf Sekt. Ja, Mais sieht gut aus. Bananen, Papaya, Ananas. Gut. Und machen wir hier mal gleich Bananen. Bauen hier die Straße. Das passt natürlich nicht. Ja. Und bauen wir erstmal den hier. Sehr schön. Sieht besser aus. So, hier drüben ist unser Baubüro. Dann sollten die auch die erste Garage bekommen. So, was haben wir denn hier? Noch eine Maisfarm. Ja, das ist in Ordnung, nachdem wir jetzt schon einmal Bananen haben. Tja, jetzt müssten wir natürlich wissen, wen wir da als Aufgabe bekommen, naja. Hola, compañeros. Ich bin Betty Boom, eure neue Radiomoderatorin, und dies ist die Stimme des freien Tropico. Ihr habt alle gelernt, Juanito zu hassen, und nun werdet ihr lernen, mich zu lieben. Ich werde euer Leuchtfeuer in der Dunkelheit der Tyrannei und der Unterdrückung sein. Freie Gedanken, freie Liebe, freies Tropico. Die Revolution beginnt jetzt! Viva la Revolution! Also hier hinten bekommen wir noch ein bisschen Kaffee und hier unten ist der Zucker ganz groß. Allgemein muss man natürlich sagen, dass wir in dieser Karte natürlich auch auf das Holz fällen gehen könnten. Natürlich mögen das unsere Umweltschützer nicht so gerne, aber man kann halt nicht immer Rücksicht auf sie nehmen.
Nun gut, schauen wir mal, wie wir die Straße hier runter bekommen. Ja, das sieht doch ganz gut aus bis hierhin. Und das war's dann auch schon mit dem gut aussehen. Gut. Okay, dann gehen wir ein Stück nach da. Dann ziehen wir hier dran vorbei. Und bilden die Straße bis nach da. Und dann werden wir hier hinten ein wenig Zucker anbauen. So, Zucker, Zucker, Zucker. Eins. Und zwei. Und natürlich brauchen wir hier hinten in der Ecke dann auch eine Garage. Dann stellen wir die Geschwindigkeit hoch und erlassen direkt mal die soziale Absicherung. Jetzt muss man natürlich schauen, wie sieht es denn überhaupt mit den Tropikanern aus. 4 zu 3, also müssen wir auch erstmal ein klein wenig langsam machen. Naja, ich würde sagen, dann nutzen wir die 10.000 Dollar, die wir haben, und bauen gleich zu Beginn ein paar Häuser. Gegrüßet seid ihr, Freunde der großen Revolution! Wir haben ein weiteres Ziel erreicht. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Tropico kennt nun das wahre Gesicht unseres Erzfeindes, El Presidente. Um den Tyrannen in diesem falschen Glauben zu lassen, zeigen einige unserer Kameraden einen gewissen Grad an Respekt unserem grotesken Führer gegenüber. Nachdem er sich sicher genug fühlt, werden wir den tödlichen Schlag gegen sein übles Imperium ausführen. Das verspricht sie uns doch jedes Mal aufs Neue. Schauen wir mal, ob sie es diesmal dran hält. So. Gut, das gefällt mir doch alles schon. Hier bekommen wir Mais, hier bekommen wir Bananen. Hier unten gibt es dann Zucker. Ja, jetzt ist wirklich die Frage, ob wir denn auch auf Abholzung unser Augenmerk legen sollen. Ja gut, das Problem ist, da den Schrägen kommen wir nicht hin. Und hier werden wir keine Straße hochbekommen. Würden wir nämlich hier eine Straße hochziehen können. Was bis hierhin noch ganz gut klappt. Ha! Das ist doch schön. Ha! Tja, da denkt man, es geht nicht. Und schon erster Versuch. Und Sieg. Gut. Dann können wir da oben vielleicht noch eine holzverarbeitende Industrie hochziehen. Aber zuallererst lassen wir unsere Freunde hier mal bauen. Und hoffen dann natürlich auch, dass unser Sparschwein wieder etwas gefüllt wird. Da haben wir ein Kindheitsmuseum, natürlich ohne Arbeiter. Ja, Spielsucht, das ist natürlich nicht so schön. Na, wenigstens bauen sie schon schön fleißig. Sehr gut. Und auch die zweite Farm wird fertig. Ja, das entwickelt sich also ganz in Ordnung. Hier könnten wir die Straßen noch etwas verlängern. Dann können wir das Ganze diesmal ein bisschen freier aufbauen. Ja, sehen wir uns das mal an.
So, hier hatten wir schon die erste Ernte. Hier ebenfalls. So, 5 Arbeiter und 4. Na gut, genügend um anzufangen. Und da pflanzen sie ja schon. Ah, 7 neue Einwanderer. Ja, das sieht gut aus. Gut. Dies ist Betty Boom und heute bin ich wütend. Gemäß vertrauenswürdiger Quellen aus dem Palast ist unsere Staatskasse ebenso ausgetrocknet und leer wie die Wüste Sahara. El Presidente sollte daran erinnert werden, dass er damit aufhören muss, unsere Steuergelder für den Kauf von Autos sowie Wohnungen für seine Konkubinen zu verschleudern. Juanito wird versuchen, euch etwas anderes zu erzählen, aber glaubt mir, wir sind pleite. Erinnert euch daran, dass ihr hier zuerst davon erfahren habt. Ja, ein bisschen pleite, nicht ganz. Tja, 3 Leute sterben, da sie getötet wurden. Sie sollten eigentlich gegen einen Verbrecherboss aussagen. Das scheint ja ein Netz in sich hin zu sein. Nun gut. Die erste Ernte erwarten wir in 3 bzw. 7 Monaten. Gut. Da können wir uns doch schon mal drauf einstellen. Ja. Mangelnde Gesundheitsversorgung. Ich weiß. So, wir setzen hier gleich noch eine Garage hin. Hier werden wir dann auch eine Kirche hinsetzen und noch ein paar Wohnhäuser. Tja, und schon wieder hat uns die Spielsucht nur gekostet. Wir könnten ein bisschen eine Glückssträhne brauchen, um die Gewinne zu erhöhen. Nun gut. 7 neue Einwanderer. Gut. Und hier müsste jetzt jeden Moment die Ernte beginnen. Was haben wir hier hinten Schönes? Ah ja. Okay. Ja. Gut, Landwirtschaft eher nicht so geeignet. Kein Öl. Gold. Bauxit. Ah, Eisen. Okay. Eisen ist eine schöne Sache. Und hier oben gab es Öl. Das ist natürlich auch eine schöne Einnahmequelle, wenn man das Ganze erschließt. Immerhin 20.500 Einheiten. Ich denke mal, das werden wir in die Hand nehmen. Kommt Jungs, wird geerntet. An die Arbeit. Oh, da will uns einer drohen. Tja, wenn ich mir die anderen Optionen so ansehe, werde ich wohl leider in diesem Fall bezahlen dürfen. Jetzt könnten wir auf jeden Fall ein bisschen Geld gebrauchen. Und schon Leute, ein bisschen Bewegung, besser. Wie sieht es in der Wirtschaft aus? 0 zu 3. Gut.
ist noch erträglich. Ja, wird produziert. Sehr schön. Und auch hier ist die Produktion gestartet. Und da wird das Ganze abgeholt. Ja, ich weiß, dass wir eine Schule brauchen, aber es muss auch finanzierbar sein. Dies ist TNT und ich bin Juanito. Mehrere Intellektuelle haben darauf hingewiesen, dass die Kinder von Tropico ungebildet sind und kaum lesen oder schreiben können. Besorgt um die Zukunft der Insel fordern sie den Bau einer neuen Oberschule. So, der erste Zucker ist im Lager. Gut. Und natürlich werden wir unseren intellektuellen Freunden auch eine Oberschule bauen. So, das Schiff kommt. Neun neue Einwanderer. Sehr schön. So, ja, 7000 ist jetzt noch nicht sonderlich viel. Wir werden hier unten mal ein paar Landhäuser errichten, dass das Ganze hier unten ein bisschen schneller geerntet werden kann. Wie ihr seht, kommen die ganzen Arbeiter noch immer aus der Stadt angefahren. Das ist natürlich eher unschön. Gut. Ja, der Anfang ist immer ein bisschen zäh, aber wenn wir natürlich die ersten Einnahmequellen eröffnet haben, geht das Ganze meistens ein bisschen schneller. So, hier steckt auch schon der erste Hammer und einer aus dem Transportunternehmen. Also praktisch gesehen perfekt für uns. Das kostet alles, aber die Klinik werden wir jetzt gleich noch hinsetzen. Dafür werden wir uns dann ein paar ausländische Experten holen, da wir es uns nicht leisten können, dass so viele Menschen an schlechter Gesundheitsversorgung sterben. Wie sieht es denn aus? Das ist Betty Wu mit einer täglichen Portion Wahrheit. Heutige Neuigkeiten. Unser betrügerischer Führer hat sich damit gerühmt, dass Tropico seine Beziehungen zu den unmoralischen Vereinigten Staaten verbesserte. Ich sage euch Leute, aus der Zusammenarbeit mit dieser Supermacht wird nichts Gutes herauskommen. Es ist eine allgemeine Tatsache, dass die CIA die Zügel in Amerika in der Hand hält. Und wenn ihr mich fragt, sind sie für die Wahl von El Presidente verantwortlich. Ich habe es schon öfters gesagt und sage es wieder, sie hat eine leichte Paranoia. Und sollte sich vielleicht in ärztliche Behandlung geben. Begeben. Gut. Okay, die Häuschen hier unten werden gebaut. Das nächste Geld kommt auch. Wenn auch nicht ganz so viel wie gerade eben. Ja, eine Kirche wollt ihr. Ich weiß. Dies ist eine Sendung über die Freiheit eurer Seele. Gott hat mit unseren religiösen Führern gesprochen und zeigte uns den Weg. Ihr werdet alle in der Höhle schmoren, wenn ihr El Presidente und seinem Regime weiterhin folgt. Tut Buße, während es an der Zeit ist, einen Molotow-Cocktail zu nehmen und zur nächsten Kirche zu gehen, um weitere Anweisungen zu erhalten. Die Revolution ist gerade heilig gesprochen worden. Amen. Das ist jetzt natürlich ganz praktisch, es wurde ein Kirchenbann gegen mich verhängt und nur Besucher von Kirchen und Kathedralen verlieren den Respekt vor mir. Da wir aber weder das eine noch das andere haben, kann auch keiner reingehen. Das ist natürlich praktisch. Nun, manchmal muss man wohl auch Glück haben. So Leute, kommt, bisschen mehr Enthusiasmus. Oh, wir sind in Tukan- und Lama-Kostümen rumgerannt. Und haben Kinder erschreckt. Tja. Ja, wir probieren es mal als Alligator oder Bauchtänzer. Guter Plan. Wir wollen ja nicht alle Frauen
verschrecken. Allerdings schätze ich mal, wenn ich einen auf Bauchtänzer machen würde, würden die Frauen eher schneller wegrennen. Na komm schon, Jungs. 400 Einheiten im Ausgangslager. Jetzt holt das Zeug mal, bevor das Schiff kommt. Verdammt nochmal. Braucht Knete. Gut so. Verdammt nochmal. So. Das war alles. Gut, Leute. Dann bauen wir das Ganze gleich ein bisschen aus. Wir kriegen nicht genügend Einnahmen rein. Dann gibt es hier noch eine Garage. Und wir werden hier ein Holzfällerlager errichten. Ja, das sieht gut aus. So, wir machen hier allerdings die selektive Ernte. Kameraden, es gab eine neue Entwicklung in unserer Außenpolitik. Anscheinend erwärmen sich die Beziehungen zu der UdSSR gerade und der Präsident macht einen großen Sprung nach links in Richtung einer strahlenden roten Zukunft. Und während unsere sowjetischen Freunde den revolutionären Weg für uns ebnen, handelt es sich dabei nur um ein paar oligarchische Bürokraten, die ihren Kampf auf dem Rücken der ewigen Freiheit austragen. Boykottiert jede Form von russischem Kaviar und... Hey, Miguel! Hände weg von diesem Wodka! Ja, ja, das übliche zweischneidige Schwert, den Kaviar ablehnen und den Wodka gutheißen. Gut. Die Wirtschaft ist wieder im Griff. Aber wir müssen unbedingt mehr Einnahmen generieren. Das hilft uns alles nichts weiter. Tja. Sie gewinnen das Spiel, wenn sie die Kapitalisten in Tropico unterstützen. Müssen wir 500.000 aus Exporte anhäufen oder zumindest 350 Touristen. 500.000. Also eine Menge Stopp. Und was sagen die Kommunisten? So, ein bisschen Geld ist reingekommen. Und dann haben wir gleich mal hier die Oberschule hingesetzt. Es sind nicht genügend Bäume vorhanden. Ja. Bäume wachsen zweimal so schnell nach. Gut. Wir brauchen nun mal ein paar Einnahmequellen. So, die Schule wird rasant gebaut. Dann bekommen die hier oben auch noch gleich drei Landhäuser hingesetzt. Hier ist Betty Boom, die Stimme der Wahrheit. Könnt ihr nicht alle die habgierige Ausnutzung der Natur sehen? Wie die wenigen Auserwählten, unterstützt durch das korrupte Regime von El Presidente, unsere Bäume abholzen, unsere Erde umgraben und unsere Ressourcen verschwenden? Bald wird der Tag der Abrechnung kommen und Umweltschützer werden uns den Weg weisen. So, die Kommunisten möchten 250 Menschen und eine Zufriedenheit von 60. Dann schlagen wir. Oh, schwierig. Ho. Ganz schwierig.
Ich denke, wir werden uns den kommunistischen Weg anschließen. Den dürften wir ganz gut hinbekommen. Geld ansparen bin ich nicht so wirklich der Richtige für. So. Die Produktion hier läuft ebenfalls. Was gäbe es hier oben denn noch? Kaffee! Das ist fast noch besser als Bäume fällen. Oh. Warum sagt denn keiner was? Kaffee! Eine Kaffeefarm! Und eine zweite Kaffeefarm. Ja, entschuldigt Jungs, dann hat sich das mit den Bäumen erledigt. Dann freuen sich die Umweltschützer. Jo. Gut. Die heutigen Nachrichten. Die Demokratie klopft an die Tür des El Presidente, da die Leute von Tropico im kommenden Jahr Wahlen fordern. Wird dies das Ende des tyrannischen Regimes vom Presidente bedeuten? Lass die Stimme des Volkes sprechen. Wir werden nicht scheitern. Adelante, compañeros! Das hättest du wohl gerne, du alte Hexe. Aber den Gefallen tue ich dir nicht. So, ein Oberschullehrer und jetzt haben wir auch genügend Geld. Wir bauen eine Kirche. Der Kirchenbann läuft zwar immer noch, aber ich glaube, den werde ich auch nur los, wenn wir ein paar Besucher in den Kirchen haben. So, gleich noch ausnutzen und einen Wohnungsblock. Ja, einer reicht erstmal, dass wir im Plus bleiben, so gut wie möglich. So, zwei neue Farmen. Wie sieht es mit der Bevölkerung aus? 6:6. Gut, hier drüben, das haben wir wieder korrigiert. Sehr schön, Kaffee. So, vielleicht sollten wir da auch... Ja, wir brauchen halt noch ein paar Leute, das hilft alles nicht. Immer das Problem, immer... fehlt es an einem Ende. So. Unsere Wissenschaftler haben einen Mikrochip in meinem Hintern entdeckt. Ja, super. Oh ja, mein Hinterteil hat den Starsprangled Panne gedudelt. Es fehlen $5,000. Und das ist auf meinem Schweizer Bankkonto aufgetaucht. Oh, Mikrochip entfernen? Nein, Schweizer Bankkonto. Dann werden wir nicht ganz so viel Geld auf einmal los. Wie sieht es denn aus? Na gut. So, wenn jetzt natürlich der Kaffee in der Produktion noch dazu kommt, dann dürfte das auf jeden Fall reichen. Für unsere Bedürfnisse im Augenblick. Ich hoffe es zumindest. So. Ist auch gar nicht. Normalerweise sollte hier das Ganze ohne Probleme laufen. Treue Hörer des freien Tropico, seid ihr nicht auch tödlich gelangweilt aufgrund des Mangels an Unterhaltung auf unserer Insel? Auf Juanito schießen macht keinen Spaß mehr und meine Jungen werden unruhig. Sie möchten spielen, sie möchten Schnaps trinken, knapp bekleidete Frauen begaffen und Tränen bei dummen Yankee-Filmen vergießen. Nun eine kleine Mitteilung an El Presidente. Unterhalten Sie uns, oder wir unterhalten Sie. warte, es kam nicht so rüber, wie ich es meinte. Tja, mein Mädchen, ich hab schon verstanden. So, dann gibt's halt eine Bar und ein Restaurant für den Anfang. Ja, das will alles noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum. Irgendwie scheint ein Fluch auf mir zu liegen. Andauernd ziehen sie uns Geld ab. Und jetzt sind die internationalen Märkte zusammengebrochen. Na super. Das wird alles immer besser. Sehr schön. So, wir knallen gleich mal das Literaturprogramm rein.
und Nahrung für das Volk. Und Jungs, bringt noch ein bisschen was her. Ja, wenigstens ein bisschen. Gut. Die Bar ist gebaut. Der Wohnungsblock ist ebenfalls gebaut. Die Kirche fehlt noch. Und hier gibt es in 2 Monaten die erste Ernte. Gut,